up some tags. Oh my god, $20 in my pocket. I'm fucking awesome. Okay, wenn ihr wüsstet, wo mich jeder beobachten könnte, ich werde da vielleicht beobachtet, ich kann da beobachtet werden, Also, jetzt fährt ihr hier auch noch. Los, komm, fahr los. Ich möchte jetzt hier das Video drehen. Ich bin gerade ein bisschen peinlich berührt. Aber alles gut. Ich hoffe, ich rede laut genug, weil mir ist das echt unangenehm, hier draußen zu reden. Aber egal. Was geht, YouTube? Herzlich willkommen zu einem Video auf diesem Kanal. Es freut mich, dass ihr wieder auf meinem Kanal eingeschaltet habt. Heute drehe ich ein What's on my phone. Kennt ihr das noch von früher? Ich habe mir gedacht, ich habe ja mein neues Handy gekriegt und dachte ich mir, ich zeige euch mal alles, was ich auf meinem Handy habe. Ich starte mal die Bildschirmaufnahme. Mein Gott, die denken echt alle, ich mache jetzt Selbstgespräche. Naja, egal. Das ist meine allererste Seite. Ich habe insgesamt 3 Seiten. Und ja, wir fangen direkt an mit dem ersten Ordner. Im ersten Ordner habe ich halt so Mail-Sachen. Also einmal Mail von Apple, GMX-Mail, Gmail und Teams. Teams ist für die Schule, Gmail ist für YouTube. Huch. GMX ist halt auch YouTube, aber halt so Business-E-Mail, genau. Und Mail ist halt meine private E-Mail-Adresse. Dann haben wir einmal den Kalender, Fotos, Kamera, Einstellungen, Kontakte, Uhr. Dann haben wir einmal Maps, da habe ich halt einmal Apple-Karten drin. Ich hasse ja Google Maps. Ganz viele, die iPhone haben, haben auch Google Maps auf meinem Handy, wo ich mir so denke, Junge, Google Maps ist der letzte Müll. Naja, egal. Wo ist, habe ich dann noch auf dem Handy. Bei Wo ist, das ist auch von Apple. Und wenn man jetzt seine AirPods verloren hat, kann man halt darüber seine AirPods suchen, genau. Dann habe ich hier noch einmal Wetter, App Store, dann hab ich hier noch den App Store, dann habe ich noch Health, das halt Notfallpass und wie viele Schritte ich laufe. Oh, ich habe heute 8 Stunden und 12 Minuten geschlafen, das ist so krass. Dann habe ich hier noch Erinnerungen, da kann man halt sich Erinnerungen erstellen, klingt logisch. Dann habe ich hier noch Notizen, Twitter, da, also ich poste selbst keine Tweets, aber ich gucke halt zum Beispiel, was Tim Cook postet, das ist ja der CEO von Apple. Ja, das ist, ja, müsste stimmen. Und dann, was halt Montana Black hier hochlädt, Tanzverbot und sonst was. Genau, oder Red Bull zum Beispiel. Ja. Dann haben wir hier YouTube Studio, das ist halt eine App, die jeder YouTuber haben sollte. Genau. Dann hat hier noch Videos, wie viele Likes das hat und so. Wobei ich gerade merke, meine Videos machen gerade nicht mehr so viele Likes, bin ich ein bisschen traurig, aber egal. Aber hier, meine Vlogs machen momentan voll viele Likes und kann ich euch sagen, es kommen bald wieder mehr Vlogs online. Ist das nicht der Burner? Genau. So, dann halt noch TikTok, da bin ich eigentlich auch relativ aktiv. Ich merke hier auch gerade, dass ich hier mega viel Aufrufe kriege, zum Beispiel mein eines TikTok, das hat einfach fast 10.000 Aufrufe. Ich bin so geschockt, ne? Ja, halt Snapchat, da halt Snapchat, ne? Flammen aufbauen, Bilder machen, sonst was. Genau, Spotify, da höre ich halt meine Musik, klingt logisch. Und unten haben wir noch WhatsApp, Instagram, da könnt ihr mir gerne auch, oh, ich bin hier gerade noch in der Story, bei Instagram könnt ihr mir auch gerne folgen, jordan.gvl, und ihr könnt mir auch gerne meine Bilder liken. Und dann haben wir hier noch YouTube. Ja, gucke ich halt YouTube und gucke ich auch ab und zu mal rein, so nach Kommentaren so. Oder wie viele Dislikes mein letztes Video hat, weil man es bei YouTube Studio nicht mehr sehen kann. Und dann habe ich halt noch unten ein Telefon drin. Jetzt mach mal hier keinen Krach. Dann kommen wir auf die zweite Seite und da haben wir einmal FaceTime. Dann haben wir hier einmal Finanzen, einmal die Sparkassen-App, Pushtan, PayPal, Klarna und Payback. Ja. Genau. So, dann haben wir hier noch einmal Nachrichten, Safari, Rechner, Social Blade. Da kann man halt gucken, wie die Statistiken von anderen YouTubern jetzt zum Beispiel sind. Ja, aber da bin ich jetzt momentan noch nicht angemeldet. Bei GoodNotes, da, das ist halt, wo ich meine Hefte führe, weil ich ja auf dem iPad schreibe. Und dann habe ich das halt auch alles auf dem Handy, falls jetzt jemand krank ist und der von mir die Hausaufgaben braucht oder was wir im Unterricht aufgeschrieben haben, dann kann ich das denen halt so schicken. Haben wir noch No Unity, die gerade irgendwie runterlädt. Ich habe auch keine Ahnung warum. Warum die gelöscht ist, bestimmt weil Speicherplatz wieder voll ist. Auf jeden Fall bei No Unity könnt ihr euch Lernblätter von anderen euch angucken. Ihr könnt sie abschreiben, ihr könnt damit lernen. Ich finde diese App mega krass. Also ich benutze sie auch momentan sehr oft, weil ich Stoff von der 8. Klasse wiederholt habe. Da habe ich so viele Lernblätter nachgeschrieben, also geschrieben für die Prüfungen dann nachher, weil ich ja jetzt in
Richtung Prüfung langsam komme. Mein vorletztes Schuljahr, geil. Genau, und dafür ist die App mega geil, ich kann sie euch nur empfehlen. Ich packe euch einen Download-Link unten in die Videobeschreibung und dann könnt ihr sie euch gerne runterladen. Genau, ich glaube, ich hab irgendwie gerade das Gefühl, dass ich beobachtet werde. Aber nee, werde ich noch nicht, das ist echt gut. Dann haben wir hier noch einmal Übersetzen. Das ist halt die Übersetzer-App von Apple. Ich finde die mega gut, keine Ahnung. Laut meinen schulischen Englischkenntnissen ist das besser als Google-Übersetzer. Genau. Dann haben wir einmal hier noch Shoppen. Ja, da haben wir einmal H&M, Amazon, Zalando, Apple Store, wo ich wahrscheinlich nie was bestellen werde, weil die mich einfach nicht bezahlen lassen, aber okay. Dann haben wir iTunes, wer kauft was bei iTunes? Ich habe damals immer Lieder bei iTunes gekauft, was total dumm war, aber egal. Dann haben wir noch Shein, da gucke ich ab und zu, und Louis Vuitton, damit ich mich reich fühlen kann. Nein, Spaß. Dann kommen wir zur Fotobearbeitung, da habe ich einmal Lightroom, das ist halt von Adobe, das muss man, glaube ich, sogar bezahlen. Ja, also ich bezahle immer halt Geld so für die Adobe-Programme. Kann ich euch auch nur empfehlen, dass das echt, falls ihr jetzt mit Social Media anfangen wollt, Bilder bearbeiten oder sonst was, kann ich euch echt die Adobe-Programme empfehlen, weil die sind so gut. Und ja, dann haben wir noch einmal PixArt. Und ja, also damit bearbeite ich halt meine Insta-Bilder und auch meine YouTube-Thumbnails. Ja, ich bearbeite sie mit meinem Handy, weil ich damit irgendwie besser klarkomme, noch als auf meinem MacBook. Dann haben wir hier noch Spiele. Da haben wir einmal Subway Surfer, Heyday, World Chef. Das spiele ich so gar nicht. Keine Ahnung, warum ich das überhaupt auf dem Handy habe. Homescapes, oh, das habe ich so gesuchtet, ne? Bin einfach innerhalb von 3 Tagen Level 100 gewesen. Ja. Ja, dann haben wir Flight Radar. Warum ich das habe, weiß ich auch nicht. Dann haben wir U-Bahn-Simulator. Fragt mich einfach nicht, warum ich so komische Spiele habe. Und Infinity Flight. Fragt mich nicht. Dann haben wir noch Deutsche Bahn Navigator. Kennt wahrscheinlich jeder. Mal gucken, Zugverspätung, mit welchem Zug muss ich fahren, welcher Zug und so. Tickets buchen, kennt ihr alle. Mein U2, da bin ich halt, das ist halt mein Vertrag. Genau. Dann Discord benutze ich eigentlich so null. Warum ich es auf dem Handy habe, weiß man auch nicht. So, Telegram, das habe ich benutzt, als WhatsApp nicht funktioniert hat. Aber ich konnte halt keinen sagen, dass wir dann über Telegram schreiben konnten. Und ja, aber ja, genau. Dann habe ich Netflix, bin ich nicht angemeldet, noch nicht. Prime Video bin ich auch noch nicht angemeldet. Ja, ich muss mal meine Mutter fragen, ob sie mir mal die Anmeldedaten geben kann und damit ich mich dann anmelden kann. Aber ja, Twitch gucke ich ab und zu mal. Da gucke ich eigentlich nur Monte. Das war's dann auch schon. Ja. Dann haben wir einmal Shit-Ordner, da sind halt so richtig viele Apple-Apps drin. Obwohl Wallet und Apple TV, das benutze ich eigentlich relativ oft. Genau. Also Wallet, da kannst halt so deine Coupons jetzt zum Beispiel, wenn du vom Payback welche hast, kannst du die da halt einfügen und dann kannst du halt so, das da so rauflegen. Kannst auch deine Flugtickets reinmachen. Bücher benutze ich nicht, Kompass auch nicht, Maßband auch nicht. Aktien weiß ich gar nicht, was das ist, ich verstehe das gar nicht. Pass auf. So, okay, und jetzt? Und jetzt? Was ist das jetzt? Ist das jetzt, ne? Also, ne. Apple TV, da habe ich halt ein Jahresabo von Apple gekriegt, da gucke ich ab und zu mal. Dann haben wir hier noch Dateien, das benutze ich halt für die Schule. Da, also wenn ich meine Dings so einscanne mit Adobe, dann mache ich das halt in Dateien rein und dann in GoodNotes rein, ja. Dann habe ich noch Kurzbefehle, benutze ich so null, habe ich noch nie benutzt. Ich weiß gar nicht, wozu die App gut ist. Ja, dann haben wir noch Sprachmemos. Genau, dann haben wir hier noch Watch. Ist halt für eine Apple Watch, aber ich hatte mal eine, die ist aber dann kaputt gegangen und jetzt habe ich keine mehr und ja. Dann haben wir noch Google, benutze ich eigentlich so gar nicht, warum ich es überhaupt auf dem Handy habe, auch keine Ahnung. Shazam, das ist so eine geile App, du kannst halt so ans Radio halten oder ansonsten was, wenn du jetzt zum Beispiel feiern bist mit Freunden oder so draußen und dir gefällt das Lied, dann kannst du halt entweder hier oben runterwischen und dann da auf Shazam oder du gehst halt auf Shazam direkt auf die App und dann sagt er einfach, wie das Lied heißt und genau, ist mega geil, die App. Dann haben wir noch Gute Frage, genau, dann haben wir noch Post und DHL, da kannst du halt sehen, wie weit dein Paket ist und so weiter. Kennt auch wahrscheinlich jeder Telonym. Wenn ich Langeweile habe, beantworte ich da Fragen, aber sonst gar nicht. Dann haben wir noch die Luca-App, die braucht man ja heutzutage zu Corona-Zeiten, wenn du jetzt zum Beispiel dich bei McDonald's drin hinsetzen willst und so weiter. Genau, aber ich vergesse mich immer da auszuloggen, dann bin ich manchmal 24 Stunden im McDonald's, aber ich habe die App. So, Facebook und Messenger, Facebook gucke ich ab und zu mal rein, aber ist jetzt auch nicht so oft. Musste ich mal runterladen wegen Instagram, wegen der Verifizierung, aber ich habe noch nicht genug Abonnenten, deswegen haben die mich nicht verifiziert. Hätte ich mir aber schon denken können, aber ja. Dann haben wir noch die Corona-Warn-App, da gucke ich eigentlich nur ab und zu mal rein. So, ja, also niedriges Risiko,
Na, Gott sei Dank. Ja, dann Covid-Pass, da, wenn ich dann meine ganze Impfung nachher habe. Genau. Und die Covid-Pass ist halt einfach, wenn ich vollständig geimpft bin und die wissen wollen, dass ich geimpft bin, zeige ich denen das halt dann einfach so. So, dann haben wir noch die McDonald's-App. Gutscheine und so, ein bisschen Spanier, typisch deutsch. Und ja, dann haben wir noch Google Ads, das brauche ich für Werbeeinnahmen. Weiteres wird sich noch klären. Ja, das war auch schon die letzte Seite. Und ich finde ja meinen Hintergrund richtig nice. Auch wenn einige von euch was gegen Tesla haben, aber ich finde es nice. Ach du Scheiße, ich glaube, ich werde jetzt gleich beobachtet. Naja, ich würde sagen, oh, jetzt was für ein Krach hier. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch weitere Videos von mir sehen wollt, geht auf meinen YouTube-Kanal. Findet ihr noch 34 weitere Videos. Schaut sie euch gerne an. Wenn ihr kein weiteres Video von mir verpassen wollt, dann abonniert mich, aktiviert die Glocke, damit ihr eine Push-Notification bekommt. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt auch noch ein Like. Das war's mit dem Video und ciao.